Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. Es geht weiter jetzt und wir sind jetzt hier in einer Umkleidekabine mit halbnackten alten Männern. Ja, der Traum eines jeden jungen Mannes, außer mein Traum. Ja, war ganz bei der Auslösung. Letztes Jahr mussten wir in der ersten Runde gegen die Girls antreten. Und die beiden Jahre davor ebenso. Naja, wir hätten gegen jede andere Mannschaft genauso verloren. Wacker! Unser erster Gegner sind die Albert Psykes. Danach kommt das Finale. That's right. We got seated. Ich habe ein Freilos gezogen. Zwei Siege und wir sind die Champions. Oh, das war echt Glück, Kollege. First things first. Du musst keinen Hochmut aufkommen lassen. Gehen wir die Regeln nochmal durch. Meine Fresse. Ja, hier sehen wir die guten Blitzball-Regeln. Interessiert mich scheiß. Brauche ich nicht. So, er geht, er ist müde, ihn interessiert diese ganze Kacke überhaupt nicht. Und Jonas da, jetzt sind wir hellwach, hört mal her. Jemand soll im Café Herrn Auron gesehen. Herrn Auron, meine ich. Auron! Auron? Ja, Herr Auron. Wir sollten ihn suchen. Auron ist also auch hier, interessant. Hey, hey, hey! Das Spiel beginnt gleich. Naja, kann jetzt nicht einfach abhauen, wir müssen das Spiel noch beginnen. Komm so schnell wie möglich zurück, okay? Hey, I'll be back. Mach ich. Ja, okay. Alles klar. Hey, Wacker. Wacker? Wacker? Zu steil. Nein, nicht dein Gesicht, dein Ausdruck. Entspann dich. Ja, genau so. Just breathe. Ja. Ja, Wacker ist relativ angespannt. Ist ja auch die erste tatsächliche Chance, dass er das Spiel noch gewinnt. Vielleicht erfahren wir, was mit Herrn Jack geschehen ist. How? Warum? Sir Auron was Herr Auron war auch eine Leibgarde meines Vaters. So, deswegen weiß er vielleicht etwas über Herrn Jack. Let's go now. Lass uns gehen. It didn't even occur to me to think der Herr Auron, von dem Jona redet, und der Typ, den ich aus Xanarkand kannte. Ich dachte nicht mal für eine Sekunde, dass es sich um verschiedene Personen handeln könnte. Ich kann es nicht erklären. Ich wusste, dass es derselbe Typ sein musste. Blablabla. Ich hab Fusseln im Mund, Bauchfusseln. So, jetzt gehen wir nochmal rein in den Raum, reden nochmal mit der guten, Lulu. Draußen ist eine riesige Menschenmenge, verlauft euch also nicht. Quatschen wir noch mit den beiden Typen hier. Ja, klar, zweimal gewinnen und sich den Pokal holen. Klingt leicht, aber... Ja, es klingt leicht und verdammt, das ist es auch. Wir werden nämlich gewinnen. Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. Einer muss also in der Reserve. Einer muss also in die Reserve. So, wir gucken jetzt erstmal hier. Der Pokal. Ich muss es mir unbedingt merken. Okay. Ich gucke mal die Spinne hier an. Es gibt da allerdings nichts, okay. Panik machen bringt jetzt nichts. Wir müssen an das Spiel denken. Komm bitte so schnell es geht zurück. Du bist unsere einzige Hoffnung. Ja, ihr habt wirklich, was ist das? Ne, die Regeln will ich nicht durchgehen. Die Regeln sind nämlich scheiß. I'm counting on you, bud. Ich zähle auf dich. Ja, ihr zählt auf mich. Das, okay. Ja, alles klar. Gut, ich werde hier jetzt nochmal speichern. Ihr wisst ja, man kann nie genug speichern. So, jetzt gehen wir raus und suchen erstmal den guten Auron. Der soll sich wohl befinden. Medium. Was sieht man bunt? Fan kumide. Ich seh mir de. Hey! Oh! Albert Sykes, right? Ihr seid die Albert Sykes, oder? Some Albert saved die Albert haben mir letztens geholfen. This girl, Riku, ein Mädel namens Riku hat mir zu essen gebracht. Ihr versteht wohl kein Wort. I understand, do you? Anyway. Nun ja, ich meine, wenn ihr Riku seht, sagt ihr einen schönen Gruß.
Noch was, auf ein gutes Spiel in der ersten Runde. Okay. Ja, wahrscheinlich haben die uns nicht verstanden. Die sprechen ja eine ganz andere Sprache. Die Albert sprechen ja, wir wissen Albert. Und wir sind hier in Luca. Luca ist wirklich sehr groß. Luca ist fast so groß wie, keine Ahnung, wie Polen. Nach dem Turnier beginnt die Offensive, die letzte Möglichkeit, sich zu amüsieren. Bis letztes Jahr hat die Bürgerwehr die Stadt beschützt. Doch jetzt, wo die Offensive begonnen hat, müssen wir Zivilisten selbst Wache stellen. Okay? Und was sagen die hier? Der Eintritt ist zurzeit nicht möglich. Auch die Spieler sind keine Ausnahme. Es tut mir leid. So, wir gehen jetzt hier unten in die Kabinen. Es gibt nämlich zwei Kabinenräume. Rechts, links. Wir gehen hier links erstmal runter und schauen. Denn wenn ich mich nicht täusche... Okay, hier sind relativ viele Leute. Und hier unten liegt was. Hier unten liegt nämlich ein... Wie man da unten sieht. Hier unten liegt ein Albert-Lexikon, nämlich das sechste. Die in der Auros sind auf der anderen Seite. Oder spielst du hier herum? Ist der Gastspieler der Auros? Was treibst du dich hier noch rum? Ach du heilige Mutter Maria, was ist das denn für ein Vieh? Spieler der Auros, fühle die Stärke der Ronso. Ist das eine Frau? Soll das hier eine Frau sein, ne? Oder? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall ekelhaft. Oh Mann, ist das aufregend. Das Spiel beginnt gleich. Das nennt man wohl die Ruhe vor dem Sturm. Es ist super. Ich fühle förmlich den Kampfgeist der Spieler. Okay? Ich habe Geschenke für die Girls mitgebracht. Aber der Wächter lässt mich nicht durch. Letztens hat mir Biscom die Hand geschüttelt. Toll, Eric. Toll, gell? Dieser blöde Offizielle, er lässt mich nicht zu meinem geliebten Graf. Ich werde das so lange erwarten, bis ich Graf gesehen habe. Ah ne, ich habe gerade das kleine Mädchen wie die alte Vettel gesprochen. Interessant. Dann spreche ich wie ein kleines Mädchen. Ich bin Girls-Fan, seit ich ein kleines Kind war. So klein klingt es gar nicht. Ich gehöre nicht zu der Sorte, die nur aus Mode Girls-Fan geworden ist. Das ist schön. Hier ist eine Truhe. Nehmen wir gleich mit. Und wir bekommen zwei High Potions. Offizielle sagt, hier sind die Kabinen der Luca Girls. Unbefugte haben kein Zutritt. Ja, leck mir im Arsch, du alte Potsau, du. Interessiert mich auch nicht. So, wir gehen jetzt hier einfach mal raus und dann haben wir unsere Ruhe. Alte Biene, du Biene, 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 Biene. So, wir gehen jetzt hier erstmal schauen hier unten. Das sieht nämlich aus wie ein Laden. Bald wird das Turnier. Die Spieler mögen sich in den Kabinen einfinden. Ja, ist klar. Und dann quatschen wir nochmal alles voll, was hier rumrennt. Das hier sieht mir ganz aus wie eine Albert. Okay. Dann quackeln wir erstmal noch den Typen voll. Ich werde jetzt hier nicht alles... Was hat er gesagt eben? Kreis von mir angelegt, deshalb... hier geht's zum Pier 1. Okay, alles klar. Ich werde jetzt hier ein bisschen die Stadt absuchen. Das wird auch die nächste Folge wahrscheinlich noch in Anspruch nehmen. Und da ist wieder der gute Wacker, der 23. Wie cool. Die Geschäfte im Stadion haben wir zunächst geschlossen. Na, dann wollen wir mal. Wacker zu Diensten. So, ich kann mir jetzt Ausrüstung ansehen. Retando. Nee, Retardando. 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 Wir nennen es mal Retardando. Das ist ein Schwert, das den Gemachtzustand verursacht. Ich habe eigentlich ein Giftschwert, den Chat Bräuning. So, das ist ein Venomball, der Giftschaden verursacht. Klingt sehr interessant. Blitz, Lanze, Durchschlag und Stromschlag. Illusionsring, MP plus 5. Ja, MP hoch, Hitze hoch. Ich könnte mir eventuell den Venomball kaufen. Giftschlag mache ich auch einfach mal. Muss ich auch gleich aus. Die Menschen sind hier, sind in der Stimmung, viel Geld auszugeben. Das nenne ich Business. So, dann schaue ich mir nochmal seine Eis an. Ich kann mir jetzt nämlich auch Augentropfen kaufen. Davon kaufe ich mir gleich mal 10 Stück. Dann kaufe ich mir noch 10 mal Echokraut. Augentropfen sind gegen Zustand blind und Echokraut gegen Zustand stumm. Phoenix Fehler haben wir noch, Potions haben wir noch. Dann verkaufen wir mal ein bisschen was. Und zwar, ach nee, wir brauchen gar nichts mehr kaufen. Wir können allerdings in ihn investieren, das machen wir auch gleich. Denn wir wollen ja viel Geld ausgeben für ihn. Wir geben ihm einfach mal wieder 1111 Gil. Das machen wir einfach immer, wenn wir ihn sehen.
nicht der Rede wert. I guess it pays to ask, thank you kindly. Das hat keine besondere Anlass, ich mach's einfach nur, weil ich total geistgestört bin und mit Geld um mich werfe, wie mit Klopapier. So, da ist eine Truhe. 600 Gilla ich bekommen, siehst du, da haben wir das Geld fast schon wieder raus. Da ist noch eine Truhe. Ich nehme uns natürlich auch. Eine Wasserlanze haben wir bekommen. Sehr schön. Zum Glück haben wir nicht für Kimari gekauft, die andere Kacklanze. Blitz ist der Karriere. Seine Mutter. So, hier hinten ist nix. Dann quatschen wir nochmal voll und der sagt mir denselben Kack von deiner Mutter. Alles klar. Gut, dann werden wir noch kurz die neue Lanze ausrüsten für Kimari. Stichlanze, jetzt geht die Wasserlanze. Dadurch hat er einen guten alten Messeschlag. Und dann, liebe Freunde, dann, aber nur dann, werde ich weitergehen. Ach ja, da war noch so ein Ronzo-Typ, aber mit dem brauche ich nicht reden, der sagt ohnehin nur. Genau wie Kimari auch. So, dann gehen wir hier weiter, das interessiert mich nämlich, was hier ist. Da ist nämlich noch eine Truhe, wie ihr seht. Phoenix-Federn habe ich bekommen, wie da geil, Phoenix-Federn, scheiße, aus dem Weg, ich muss die Ladung checken, ja, dann check mal die Ladung, meine fröhliche kleine Dampfbedü. So, wir gehen hier mal weiter, hier ist nichts mehr, hier hinten ist auch nichts, nein, da ist nichts, hier hinten ist auch nichts, einfach überall gegenrennen und X hämmern wie ein Nasser. Tut mir leid, es fahren zurzeit keine Schiffe, kann ich da rauf? Ne, kann ich nicht, kann da nicht rauf, kann nicht weg. Ich bin eingesperrt hier im, beim Stadion gedöns. So, in der nächsten Folge gehen wir weiter. Das schaffen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr hundertprozentig hier alles, oder? Schaffen wir das noch? Wir werden noch mal da vorne gucken. Wir werden kurz noch mal hier die Leute vollquatschen. Zum Beispiel dich hier. Der Bewachter von Mika. Es tut ihm furchtbar leid, aber Zivilisten haben keinen Zutritt. Die beiden Typen hier, Sir Seema, wird uns uns Guado den ersehnten Frieden bringen, sagt er. Also das sind offenbar Guado, diese beiden hier. Die sehen auch ein bisschen komisch aus. Die sehen ein bisschen gruselig aus, wenn ich das sagen darf. Und ich darf das sagen, ich darf alles sagen. Ich darf sogar Titten sagen. Titten. So, da kommen wir nicht weiter dahin. Das heißt, wir machen hier erstmal Feierabend. Das Video neigt sich nämlich dem Ende zu. Wünsche euch noch viel guten Kram. Na, adios.